versautes Wochenende. Ludwig, ich muss mal mit dir reden. Ach, jetzt nicht. Sag mal, diese Daten müssen doch irgendwie zu retten sein. Jetzt lass doch mal diese dämlichen Daten. Zur Not nehme ich die alte Rechenmaschine und tippe alles neu. Aber was du mit Lorenz gemacht hast, das ist einfach mies. Oh, jetzt nimmst du ihn doch nur in Schutz, ja? Alles halb so schlimm, ja? Du hast ihm absichtlich wehgetan. Oh, jetzt hör doch auf, wehgetan. Das war ein Denkzettel, mir nicht. Nicht nur, dass er meinen Computer ruiniert hat. Mit der Inventur, da hat er mich auch sitzen lassen. Jetzt hör auf Lorenz rumzuhacken. Die Inventur hätten wir auch alleine machen können. Mensch, warum lässt du ihn nicht seinen Samstag mit der Band? Weil das Leben nun mal kein Dauerhobby ist. Du hast ihn total vor den Kopf geschlagen. Hast du vergessen, wie das war, als du mit Frank Musik gemacht hast? Das ist ja wohl was ganz anderes. Ach so? Wieso ist das was anderes? Weil ich mich entschieden habe, Vaters Laden hier zu übernehmen und nicht irgendwelchen Träumen hinterher zu rennen. Und das hast du entschieden. Darf sich dein Sohn vielleicht auch mal entscheiden? Aber ich... Aber. Du treibst ihn ja förmlich aus dem Haus. Lorenz ist unser beider Sohn. Und wenn er nicht mehr zurückkommt, dann bin ich auch weg. Naja, ich hab's eben vergeigt. Geh zu meinem Einzelnen, damit ich mich einpegeln kann. Schlagzeug zuerst? Jo, Schlagzeug zuerst. Sophie, ich... Sophie, ich hab die Festplatte. Was machst du denn hier? Ich hab Frank gebeten, mal nach dem Computer zu sehen. Denkst du, ich hab keine Ahnung davon, hm? Ja. Ach. Sophie, ich denke, wir kriegen die Daten wieder von der Festplatte runtergesaugt. Ich kenne da einen Techniker. Der hat damals auch unser Band-Equipment repariert. Ja, den hätte ich auch als nächstes angerufen. Jetzt ist Frank hier. Jetzt kannst du ihn fragen, ob er weiß, wo Lorenz ist. Er weiß doch auch nicht, wo Lorenz ist, wenn er hier rumhaut. Sophie, mach dir keine Sorgen. Sag deinem Mann, dass Lorenz mit Winnie im Lokschuppen ist. Das hätte ich mir ja denken können. Hier alles in die Asche hauen, dann mit Winnie losziehen und einen auf Wir haben eine Band machen. Sie haben eine Band? Mit dir rede ich nicht. Das ist doch nicht zu glauben. Zwei erwachsene Männer. Braucht ihr einen Dolmetscher? Es geht um unseren Sohn. Du musst ja auch nicht mit mir reden, aber zuhören kannst du ja wohl. Wenn du weiterhin so Front machst gegen Lorenz und seine Freunde, dann wird es nie wieder ein vernünftiges Gespräch geben zwischen dir und deinem Sohn. Aber du hast ein Ohr für diesen Quatsch, hä? Sag nicht immer Quatsch. Die Kids machen Musik. Musik, ich weiß schon, dass dir das gefällt. Aber Lorenz hat auch eine Verantwortung für das hier. Hast du die Band schon mal gehört? Kennst du ihre Musik? Hör auf, mir ein schlechtes Gewissen einzureden. Du kannst Winnie ja machen lassen, aber Lorenz ist mein Sohn. Und da sage ich, wo es lang geht. Das hast du ja auch erfolgreich getan. Er ist doch nicht weggelaufen. Hast du gehört, er ist im Lokschuppen. Sie versuchen doch nur, den Schlamassel in Ordnung zu bringen. Wie kann man nur die erste Demo-CD der Band einfach so in den Müll schmeißen? Was denn für ein Demo? Die von dem Titel, den die Band aufgenommen hat. Davon weiß ich ja gar nichts. Ja. Ich erledige das hier. Und du weißt hoffentlich, was du jetzt zu tun hast. Ich brauche keine Ratschläge. Du kannst jetzt zum Lokschuppen gehen. Frank sieht es ja nicht.